Hallo, heute mache ich Palatschinken, also so nennt man sie in Österreich. In Deutschland sind das, glaube ich, dann Pfannkuchen und in Frankreich natürlich Crêpes. Und die werde ich dann ganz lecker füllen. Ich habe einen super Teig. Also ich finde, es gibt Leute, die machen den Teig irgendwie ganz komisch, dass der dann komisch dick ist und ganz eigenartig schmeckt. Ich finde meinen Teig eigentlich voll super. Das ist, glaube ich, der Original-Crêpe-Teig einfach. Der wird dann richtig schön dünn und sehr lecker. Also natürlich brauche ich erstmal so eine Schüssel und einen Quirler oder halt auch einen elektrischen Verquirler, ist eigentlich egal. Dann brauche ich 4 Eier, 4 Esslöffel Kristallzucker, 200 Gramm Mehl, 300 Milliliter Milch. Dann könnte man eventuell, wenn man es dunkler haben will oder das ein bisschen auf Marmor Farben machen will, so Kakaopulver mit dazugeben in den Teig. Und dann brauche ich natürlich noch Öl, das habe ich jetzt hier in so ein kleines Stampel reingefüllt, als Fett dann in die Pfanne. Und zum Verzieren kann man dann so ein bisschen Stockzucker nehmen. Oder hier habe ich so Schokodessert, Dressing, Soße. Für die Füllung nehme ich am liebsten Erdbeermarmelade oder Nutella. Bei der Erdbeermarmelade, die schmiere ich nicht einfach so rein, sondern die wird dann schön aufgekocht und wird sie flüssig. Und dann kommt so ein Kirschlikör mit Inländer rum rein. Den kriegt man eigentlich in jedem Supermarkt, weil der ist besonders geeignet fürs Backen. Und das schmeckt dann echt sehr lecker. Und beim Nutella werde ich mir dann einfach so ein paar Erdbeeren oder Ribiseln reingeben. Und ich glaube, das wird dann alles ziemlich hübsch aussehen. Zuerst muss ich 4 Löffel Kristallzucker mit 4 Eiern schaumig rühren. Gibst du, ich habe jetzt doch mit dem elektrischen Mixer gemacht, weil es hat einfach ein schöneres Ergebnis und ist nicht ganz so anstrengend. In die Masse kommt jetzt die Milch. 300 Milliliter und das Mehl 200 Gramm. Und das werde ich jetzt auch einfach langsam untermischen. Ich mache mir jetzt Marmorpalatschinken, das heißt zweifärbig. Dafür teile ich den Teig einfach in zwei Hälften und werde in die eine Hälfte zwei große Löffel Kakaopulver mit dazu geben und das vermische ich jetzt auch und somit wird der Teig jetzt natürlich dunkler und schmeckt dann auch ein bisschen schokoladig. Dadurch, dass hier jetzt ja ein bisschen mehr Feststoff drin ist, kann man hier einen kleinen Schluck Milch jetzt noch dazu geben, damit das auch schön flüssig und geschmeidig bleibt trotzdem. Wenn man jetzt vorhat, mehrere Palatschinken zu machen, empfiehlt es sich einfach, das Backrohr ein bisschen aufzuheizen, zu ca. 50 Grad, nicht zu heiß, Ober-Unterhitze und in die Mitte so einen Teller zu stellen. Und dann kann ich nach und nach die fertigen Palatschinken einfach drauflegen und sie werden nicht kalt. Ich habe mir jetzt eine Pfanne schön heiß werden lassen. Das ist so eine, die ist so ein bisschen höher, weil mit der kann ich dann später diesen Pfannenwender-Trick machen und zwar einfacher. Aber das erkläre ich euch dann. Also die muss jetzt mal schön heiß sein. Der Teig, seht ihr, der muss so ganz flüssig sein, einfach, dass der schön zerrinnen kann. Die erste Palatschinke ist immer die schwerste, weil man hat ja noch nicht die Übung und außerdem ist am Anfang immer so ein bisschen zu viel Fett eigentlich drinnen. Aber anders geht es nicht. Am besten ist es dann bei der zweiten, bei der dritten, weil da ist das meiste Fett schon weg, aber es ist trotzdem noch so ein Film da. So, ich werde jetzt erstmal eine ganz normale machen. Dafür so einen halben Schöpfer Teig nehmen und den jetzt ganz schnell in dem Fett drehen. Und man kann sich da auch so ein bisschen mit dem Schöpfer helfen, dass man das so ein bisschen verteilt, gerade bei der ersten, weil da klebt sich der Teig ziemlich schnell an die Fettstellen eigentlich dran. Und deswegen wird die jetzt nicht so schön. Also nicht wundern, zumindest bei mir ist das immer so. Ich kriege eigentlich die erste nie gut hin. Und deswegen schaut die jetzt auch so ein bisschen chaosmäßig aus. Und jetzt lasse ich das einfach mal kurz auf der Hitze. Und dann merke ich, wenn sich am Rand
wenn sich am Rand die Seiten so ein bisschen aufstellen und schon gar ausschauen, dann kann ich sie mal am Rand so anheben mit so einem Pfannenwender. Hier, man sieht schon, es klebt nicht mehr dran, aber ein bisschen braucht es noch. Und dann kann ich es mal mit dem Pfannenwender umdrehen. Und jetzt kann ich, wenn ich will, sie noch einmal wenden. Allerdings ist es bei der ersten so, dass da halt eigentlich viel zu viel Fett drinnen ist. Und umso mehr Fett drinnen ist, umso mehr klebt die Palatschinke in der Pfanne drinnen und hebt sich eher weniger davon ab. Das heißt, mit der ersten kann man diesen Trick eher nur schwer machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es hinkriege. Ja, na, so ein bisschen hat es funktioniert. Und die erste ist jetzt auch öfter ein bisschen verbrannt, weil sie halt irgendwie immer dicker wird. So, jetzt mache ich die mal weg. Kommt jetzt unten in mein Backrohr einfach dazu. Genau, jetzt rutscht nämlich die Palatschinke so richtig schön in der Pfanne herum. Und für das Wenden, ich mache das jetzt über den Boden, ich hoffe, sie fällt mir nicht runter. Okay, also fürs Wenden muss ich einfach schauen, dass sie richtig schön herumflutscht. Wenn sie das macht, dann kann man das machen. Und dann macht man so eine Bewegung nach vorne und geht dann wieder zurück, also quasi so lokomotivenmäßig. Und das geht eben besser mit einer Pfanne, die so hoch ist und so nach oben geht, weil natürlich dann die Palatschinke auch so nach oben fliegt und sich dann so umdreht. Und mit einer flachen Pfanne habe ich das früher mal gemacht und habe mich gewundert, warum der Trick nicht funktioniert. Und das lag einfach daran, weil eben der Rand gefehlt hat, der das so nach oben transportiert hat. So, ich probiere das jetzt einfach mal. Und als nächstes werde ich euch zeigen, wie man eine marmorierte Palatschinke macht. Das ist jetzt ein bisschen tricky, weil man muss jetzt echt schnell sein. Also ich werde jetzt zuerst auf die eine Seite weißen Teig füllen und auf die andere Seite braunen Teig. Und natürlich muss ich noch ein bisschen weniger Teig jetzt nehmen, damit die Palatschinke dann nicht ewig dick wird. Und dann muss ich ziemlich schnell drehen, damit sich das so ein bisschen ineinander dreht. Schnell dann also wenig Teig auf die eine Seite, wenig Teig auf die andere Seite und jetzt drehe ich das. Es wird jetzt so ein bisschen bei mir ein Yin-Yang-Zeichen, ehrlich gesagt. Aber sieht schon ganz cool aus. Ich denke, das schmeckt auch ganz cool, weil jetzt hat man eine ganz normale Seite und eine, die so ein bisschen nach Schoko schmeckt. So sieht das jetzt bei mir aus und jetzt werde ich die einfach auch mal durchbacken. Bisschen Pünktchen, ein bisschen hier vom Pünktchen. Na, sieht doch schon ein bisschen mehr wie ein Kunstwerk aus. Finde ich ziemlich hübsch, ehrlich gesagt. Ich bin gerade ziemlich stolz auf meine Palatschinke. Meine Palatschinken sind jetzt alle fertig und da die ja im Backrohr sind und warm gehalten werden, brauche ich mich jetzt auch nicht stressen, was die Füllung angeht. Das heißt, ich lasse die da jetzt einfach mal drinnen und mache mit meiner Marmelade weiter. Da habe ich jetzt so einen kleinen Topf, da habe ich jetzt circa ein halbes Glas Marmelade drinnen und das werde ich jetzt erhitzen und dann kommt noch ein großer Schluck hiervon rein. Also das war jetzt mindestens ein Stammball. Bei Kindern sollte man das dann natürlich eher weglassen, sondern nur die Marmelade einfach erhitzen, dass sie flüssig ist. Die erste Palatschinke kann ich mir schon mal füllen. Die erste werde ich mit Nutella machen. Jetzt habe ich leider nicht mehr ganz so viel Nutella, wie ich mir gedacht habe, aber dafür gibt es ja dann Marmelade. Ich mache jetzt einfach mal so einen schönen Klecks rein. Und dann habe ich hier so Erdbeeren. Ich habe mir die einfach so in Scheiben geschnitten. Ich fand das ganz schön. Kommen damit dazu. Und jetzt werde ich die einmal so. Und einmal so.
Und jetzt habe ich hier noch Zucker. Und in meine Schokopalatschinken, da passt ganz gut eben die Marmelade. Die ist jetzt richtig flüssig. Und kippe ich da jetzt einfach mal so drüber. So, ich bin jetzt endlich mit allen Palatschinken fertig und ich bin super glücklich darüber, weil ich finde, sie sehen echt super aus. Also hier einmal meine Erdbeerpalatschinke mit Alkohol und einmal meine Nutella-Palatschinke mit Erdbeeren verziert. Also ich glaube, das ist alles super lecker. Mein Freund ist schon die ganze Zeit voll böse, dass ich so lange zum Filmen brauche, weil er will das jetzt endlich essen und ich ehrlich gesagt auch. Auch wenn es so schön ist. Ich muss jetzt nur noch ein paar Fotos für Facebook machen. Ich hoffe, ihr besucht mich da und gebt mir ein paar Daumen hoch. Und natürlich freue ich mich immer über neue Abonnenten. Und ihr könnt mich gerne auch weiterempfehlen. Ja, ich wünsche euch jetzt einfach noch ein schönes Wochenende. Und viel Spaß beim Nachkochen. Palatschinken muss wirklich jeder können. Sogar jeder Junggeselle, jeder Student. Jeder muss Palatschinken machen können, das ist so einfach und saulecker. Tschüss!